Abschreckendes Beispiel ist in Bayern auch die Bildungspolitik. Schwarz-Gelb hat nichts anders gemacht. Seit über einem Jahr. Kleinere Klassen, Fehlanzeige. Mehr Lehrer, Fehlanzeige. Bessere Bildung, Fehlanzeige. Hier im Nachbarlandkreis Rottal-Inn gibt es nur halb so viele Abiturienten wie in Starnberg. Nur halb so viele. Jetzt halte ich Abitur nicht Ausweis von Intelligenz. Überhaupt nicht. Dafür gibt es zu viele kluge Professoren, die alle Abitur haben. Ja? Die immer in irgendwelchen Talkshows sind. Das ist der beste Beweis, dass Abitur auch nichts wirklich bedeutet. Aber es entscheidet natürlich auch über Lebenschancen. Und warum ist es so, dass in Niederbayern halb so viele Leute Abitur machen wie in Starnberg? Ich habe mit den Eltern gesprochen. Die haben Angst, wenn sie selber nicht den Bildungsabschluss haben, dass sie ihren Kindern nicht helfen können, wenn es in der Schule mal schwierig wird. Und deswegen ist die stärkst wachsendste Dienstleistungsbranche in Bayern die privat bezahlte Nachhilfe. Und das ist in Starnberg natürlich kein Problem, in Niederbayern aber schon bei unseren Löhnen. Und deswegen ist das Sauerei, dass nirgends so stark wie in Bayern Bildung vom Geldbeutel abhängt, und das ist Schuld der CSU, und Schwarz-Gelb hat daran nichts geändert. Jetzt könnte ich heute fast ein endloses Sündenregister aufzählen, von Schwarz-Gelb im Bund, von Schwarz und Schwarz-Gelb in Bayern. Aber den Hauptvorwurf, den man der CSU machen kann, der ist mir richtig bewusst geworden, als ich vor ein paar Wochen mit einem eingefleischten CSUler geredet habe. Der hat gesagt, naja, ich kann nicht mehr richtig stolz sein auf Bayern. Und da hat er recht. Das, was die CSU in den letzten Jahren an Politik gemacht hat, hat den Stolz von uns Bayern verletzt. Man kann nicht stolz sein auf eine Heimat, wo auf der einen Seite Menschen für 4 oder 5 Euro in der Stunde den Buckel krumm machen und noch aufs Amt gehen müssen, um sich Sozialhilfe aufstockende abzuholen. Und auf der anderen Seite werden die Steuersünder und die Wirtschaftskriminellen geschont. Man kann nicht stolz sein auf ein Land, wo Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängt, wo es keine vernünftige Förderung gibt, wo nur die Reichen sich es leisten können auch, dass sie studieren, weil die Schwarzen die Studiengebühren eingeführt hat. Man kann nicht stolz sein auf ein Land, wo jedes Verkehrsprojekt nur danach beurteilt worden ist, welche Spender sind vielleicht im Hintergrund. Und da wird eine ganze Menge Beton verbaut und es hat Wirtschaftskraft. Sondern man muss auch unsere Heimat dadurch schützen, dass man vernünftige Abwägung macht. Sei es bei der dritten Startbahn, sei es beim Donauausbau, sei es bei verschiedenen anderen Dingen. Unsere Natur ist auch unsere Heimat und die müssen wir schützen. Und da hat die CSU keine Ahnung davon. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir stehen für ein Bayern, wo Weltoffenheit und Toleranz vorherrscht, wo es Gleichberechtigung gibt. Wer immer so tut, als wäre gerade Niederbayern so rückständig, der soll mal nach Boden-Mais schauen und dem Michael Adam. Da sieht man, wie weltoffen Bayern wirklich ist. Und das hat die CSU nicht erkannt, siehe Bushido. Das haben sie nicht erkannt. Bayern ist weltoffener und toleranter, als die CSU sich es in ihren kühnsten Träumen vorstellen kann. In Bayern wollen die Leute, dass es gerecht zugeht. Sie wollen keine Hungerlöhne. Ich sehe das bei mir im Wahlkreis, was es dort an Jobs gibt, egal ob im Gaststättengewerbe, in verschiedenen anderen Bereichen, wo sich die Leute krummlegen und wo es nicht vernünftig zum Leben reicht. Das nimmt den Leuten die Würde. Und das wollen die Menschen nicht. Und da wollen sie auch, dass in Bayern etwas anderes passiert. Und wir, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir kämpfen für ein weltoffenes, für ein solidarisches und für ein gerechtes Bayern. Wir kämpfen dafür, dass man auf Bayern wieder stolz sein kann. Herzlichen Dank. Applaus